Tag zusammen, kommt zurück in Ruhrkirchen, unserer Hauptstadt. Den Status haben wir jetzt hier erreicht, vor einiger Zeit im Spiel, mit dem Blick auf unsere Kohleförderung, die hier im Spiel erstmal als Braunkohletagebau dargestellt wird. Wir brauchen jetzt noch, eigentlich spielerisch eine Verbindung zu unseren Kohlekraftwerken, denn das war ja die Idee, dass wir die Kohle selber fördern. Hier vorne, das hier rechts ist ja, sind ja eigentlich Steine, die wir fördern, aber der Plan ist ja, dass wir dann hier fliegen mal über die Ruhr, lassen dann den Güterbahnhof von Stärkrade liegen und fliegen dann über den Baldener See und Stiepel zu den Kohlekraftwerken. Dafür brauchen wir ja die Kohle. Und wir haben ja hier schon ein bisschen dekorativ gearbeitet und hier so einen kleinen Anleger errichtet. Das will ich jetzt bei den Kohle, diesem Kohlerevier auch machen. Und dabei, wenn wir so ein bisschen dekorieren, gibt es jetzt ja doch einige Elemente, die wir da ganz gut einsetzen können. Ich noch ein bisschen was zur Geschichte des Ruhrgebiets in Bezug auf den Steinkohlebergbau erzählen. Also wie hat sich entwickelt, das Ruhrgebiet von einer eher unbedeutenden Region in Deutschland, in Europa, hin zu einem führenden Kohle- und Industrierevier. Damit steigen wir auch ein. Ich möchte Folgendes machen. Ich werde hier jetzt so Förderbänder wieder andeuten mit den Fußwegen, dass wir dann die Kohle quasi aus dem Gebiet hier unten hin fördern. Ich werde hier unten werden wir so eine Art Schiffsanleger errichten und was wir dann auch noch machen, wir werden dann auch noch hier eine Verbindung zum Güterbahnhof machen mit diesen angedeuteten Förderbändern, damit dann die Kohle vom Güterzug Endstation, wie sie ja hier im Spiel heißt, hier drüben hingebracht werden kann zu dem Güterbahnhof, beziehungsweise dann hier verladen kann. Dann kann hier auf dem Kohlelager für unsere Kohlekraftwerke, die wir hier nutzen. Ich möchte noch mal einmal eine Sache prüfen. Gar nicht da, sondern hier. Wie sieht es gerade mit dem Strom aus? Also wir sind jetzt bei 66%, brauchen einen deutlichen Überschuss, aber im Moment läuft es ja 170.000 plus gerade der Stromlieferant hier für die Großregion. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Also Geld ist überhaupt kein Problem mehr. Vielleicht können wir da mal, um das nochmal ein bisschen attraktiver zu machen, die Besteuerung hier runtersetzen. Hier hochgesetzt für das Geld zu machen zu Beginn des Spiels. Bei den Büros gehe ich mal runter auf 3%. Vielleicht kriegen wir damit dann nochmal mehr Bedarf an Büros. Gut, wir werden jetzt also hier die Verbindungen setzen für unsere Förderbänder. Das ist, wie gesagt, eher was man im Braunkohlebergbau sieht. Dann, wenn man mal in Garzweiler zum Beispiel ist, dann im Braunkohlerevier im Rheinischen zwischen Köln und Mönchengladbach. Da sieht man das eher, dass dann die Braunkohle direkt von diesen großen Baggern dann abtransportiert wird. Bei der Steinkohle ist es etwas anders. Aber wir bleiben mal hier in diesem Bild. Ich möchte hier also eine Verbindung hier über die Straße und die Zugverbindung setzen. So, und dann müssen wir hier runter. Das heißt, wir brauchen hier unten einen Anleger. Das heißt, wir müssen das hier planieren. Dann nehmen wir mal hier diese Höhe. Wir müssen dann den Fluss auch noch ausbaggern. So, ein bisschen aufpassen, das machen wir dann gleich nochmal. Wenn wir dann hier die Straßen oder die Mauern haben, gibt es ja noch nicht hier in
City Skylines 2, das müssen wir dann, ziehen wir gleich nochmal einmal gerade. Wir brauchen dann eine, also ein abschließendes Gelände, dass wir von hier oben hier runterkommen. Das ist ein bisschen anspruchsvoll. Wir gucken, was ungefähr die Mitte, ungefähr hier. Also das heißt, wir kommen von hier aus, die Höhe, rechte Maustaste, und dann ziehen wir das hier runter. Dann ziehen wir die Förderbänder, kommen mich dann hier runter. Und dann kommen wir hier aus und von hier aus kommen hier runter. Also wir haben einiges an Erdarbeiten. Das kann jetzt aber auch beliebig steil sein. Das ist jetzt nicht so schlimm. Auch dieser Höhenunterschied hier ist nicht so schlimm. Wir müssen ja eh, wir können nicht um die Kurve fahren mit diesen Förderbändern. Das darf man nicht vergessen. Das wird nämlich dann auch hier anspruchsvoll, wenn wir dann gleich zum Bahnhof wollen. Gut, wir gucken mal, dass wir jetzt hier diesen Asphaltweg nehmen, diesen Fußweg. So, machen wir die Höhenlinien an. Also ich möchte hier einmal... Damit können wir nämlich jetzt hier den Fluss ein bisschen besser einebnen, dass wir nämlich hier wirklich versuchen, so gut es geht, dann diese Keimmauern zu platzieren. So, und upsala, das war ein bisschen wild. Ja, okay, kriegen wir da noch eine Straße durch? Das sollte ja eigentlich passen. Ja, ist schon ein bisschen eng. Wir brauchen hier noch ein bisschen Platz. Damit haben wir den Hafenbezirk definiert. Wir direkt hier nochmal diese Betonoberflächen, um auch hier dann das ordentlich darzustellen, dass hier kein normales Gelände ist, sondern dass es also keine Wiese ist. Und dann können wir gleich die... das sieht doch gut aus. Da können wir dann gleich noch die Förderbänder setzen. Das machen wir nämlich jetzt von hier aus oben kommend. Also wir werden die auf, ich sag mal, 3,50 Meter, werden hier auch relativ nah rangehen. Wie komme ich denn hier hin? Das lässt er mich nicht. So, wir gehen hier rüber, müssen hier ein bisschen hoch, damit wir dann andeuten können, dass wir da drunter her dann weiterfahren. Das kennt man auch vielleicht von solchen Kiesbaggerseen, wo dann so Kies oder sowas ausgebaggert wird. Da gibt es ja noch solche Förderbänder. Den kleinen Stein entfernen wir mal. So, dann ziehen wir das hier mal so gut. Es geht runter, also etwas tiefer. Ja, diese Kante finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wir müssen hier ein bisschen gehen, das ist aber auch nicht so schlimm. Das wird jetzt dann der letzte, quasi das Förderband für die Schiffe. Das ist ja noch ein bisschen hier in das Hafenbecken rein. Hier vorne. Ja, okay. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wie auch diese Bunkkanten sind nicht so schlimm. Das finde ich sogar optisch. Geht das doch einigermaßen hier vorne. Da müssen wir, glaube ich, nochmal diese Kante ein bisschen gerade ziehen. Geht das hier? Okay. Da müssen wir hier nochmal ein bisschen nacharbeiten, dass wir hier die Kante auch ein bisschen schöner haben.
Okay. Hier und das hier auch. Und auf der Seite auch noch. Ich möchte noch eine Straße drunter herziehen, dass wir hier entsprechenden Autoverkehr haben können oder LKW-Verkehr. Gucken wir mal hier das machen. Das macht er denn wieder nicht. Dann müssen wir dich nochmal abreißen. Bevor wir jetzt die Straße ziehen müssen. So, die Straße. Und dann müssen wir den hier nochmal neu setzen. So, das war etwas tiefer. Vielleicht das von der Höhe. Ja. Das müsste für die LKWs hoffentlich reichen. Ja, das passt schon. Und ich gucke, wie wir die Straße dann hier überhaupt rüberführen. Das wird nochmal so eine Herausforderung, weil wir haben doch einen riesen Höhenunterschied. Das machen wir gleich. Wir brauchen jetzt noch die Verbindung hier rüber und können jetzt aber schon mal so langsam in die Geschichtsstunde einsteigen. Erstmal will ich jetzt hier dieses Förderband. Gucken, ob ich hier, das waren glaube ich 10 Meter, die ich hier hatte. Also das nochmal, bevor wir dann wirklich mit dem Geschichtsthema anfangen. Also hier gebe ich geradeaus. Sind bei 10 Metern. Gehen wir wieder runter auf 3,50 Meter. Die Verbindung zum Güterbahnhof und jetzt werden wir hier anfangen mit dem Dekorieren. Nehmen wir jetzt hier auch noch mal so eine Oberfläche setzen und dann hier quasi das Kohlelager noch mal visualisieren. Das ist glaube ich hier ganz passend. Okay, also jetzt können wir aber einsteigen mit der Geschichtsstunde der Steinkohle, denn tatsächlich, was macht er jetzt? Will ja die Verbindung nicht schließen. So, jetzt haben wir es. Denn tatsächlich Steinkohle nutzen wir noch gar nicht so ewig lange. Also es hat dann wirklich erst mit der industriellen Revolution angefangen, dass die Menschen Kohle genutzt haben. So die erste urkundliche Erwähnung von Steinkohleabbau, das war in Dortmund Ende des 13. Jahrhunderts. Also das ist wirklich schon, ausgehendes Mittelalter, Hochmittelalter oder Spätmittelalter, kurz vor Beginn dann Renaissance in Italien. Liegt aber daran, Kohle war ein sehr unpraktisches Mittel zum Heizen, denn anders als Holz hat Kohle beim Verbrennen, also stank halt, ich vergesse, das war jetzt auch keine aufbereitete Kohle, sondern es war die Kohle so, wie man sie gefunden hat, in der Erde, und zwar relativ nah an der Oberfläche, da waren noch keine Bergwerke. Und die war einfach unpraktisch zum Beheizen von Häusern, denn der hat geraucht, hat gestunken, das war natürlich auch noch giftig.
also chemische Verbindungen sich gelöst haben, was wir heute noch als Problem haben bei Kohlekraftwerken, sagen wir, Schwefel oder Entschwefelung, solche Sachen. Also das, es war einfach kein angenehmer Brennstoff. Da war Holz viel, viel besser, weil Holz einfach viel besser gebrannt hat. Und das führte dann dazu, dass die Kohle eigentlich im Alltäglichen keine echte Bedeutung hatte. Das war wirklich dreckig, schmutzig und so weiter. Das hat dann nochmal fast 250 Jahre gedauert, Mitte des 16. Jahrhunderts. Gibt es eine erste urkundliche Erwähnung von einem Bergbaustollen, das heißt, dass man wirklich auch unter die Erde gegangen ist. Bis vorher hat man das wirklich dann tatsächlich überirdisch gefördert. Oder, ja, Tagebau ist eigentlich der falsche Begriff dafür. Die in Sprockhövel, das ist eine Stadt südlich von Bochum, also zwischen Bochum und Wuppertal, lag auch daran, dass der Kohlebergbau damals im südlichen Teil des heutigen Ruhrgebiets stattgefunden hat, also wirklich auf der Höhe da. Ich sage mal ungefähr Wuppertal, also südlich von der Linie Oberhausen-Essen, Bochum. Und die, warum, wenn es jetzt ein unangenehmer Stoff war, warum wurde der überhaupt benutzt? Von den Menschen, also in Schmieden konnte es man natürlich ganz gut einsetzen, weil Kohle natürlich deutlich länger und auch heißer gebrannt hat. Ne? Das war so der Grund, warum es dann doch Einsatz gefunden hat. Aber es war, wie gesagt, ein sehr dreckiger Stoff. So, ist das Spiel einmal abgestürzt, deswegen musste ich hier das Kohlelager am Güterbahnhof nochmal neu bauen. Aber jetzt läuft es hoffentlich wieder. Jetzt hier nur zwei von solchen Silos. Gibt es eigentlich irgendwas zum Dekorieren, dass wir hier so andeuten können, dass wir so noch gibt es ja nicht irgendwelche Zäune. Bank, damit wir hier so einen Zaun andeuten können. Tor. Steinwand quasi bauen hier vielleicht. Da ist auch nichts dabei. Schaukeln, also die Objekte sind alle ganz nett. Müllcontainer, diese Pergola. Da ist sowas. Aber ist auch jetzt nicht so richtig. Hier gibt es nichts. Hier vielleicht bei dem Gewerbe auch nicht. Ne, leider nicht. Da müssen wir wieder Bäume setzen. Ja, also wie gesagt, wir waren stehen geblieben jetzt bei in Sprockhövel, Mitte des 16. Jahrhunderts. Und ja, wie gesagt, also wurde in Schmieden eingesetzt. Dann in den 17. Übergang ins 18. Jahrhundert, da gab es dann doch schon einige Zechen. Das waren nur so kleine Privatzechen, keine großen Zechen, die entstanden sind. Ich gucke gerade mal, was wir für einen Baum hier vielleicht setzen können. Die brauchen wir nicht. Jetzt haben wir so diese Wildbusch-Ecke hier entlang. Ja, also die sind dann doch schon immer wieder kleine Zechen entstanden. Das waren, ich sag mal, einzelne Familien, die dann die Kohleförderung betrieben haben. Alles Handarbeit natürlich, also ein sehr anstrengender Job. Quasi keine Sicherheitsmaßnahmen. Hauptproblem für diese kleinen Zechen war insbesondere Grundwasser, was dann eingetreten ist. Und diese Zechen waren dann auch relativ schnell erschöpft, weil es natürlich alles mit Hacke und Handarbeit war. Dann ging es dann mit der industriellen Revolution, die ja Mitte des 18. Jahrhunderts in Großbritannien angefangen hat, los, dass dann auch in Deutschland es möglich wurde, tiefere Erdschichten zu erreichen, auch zu durchdringen. Sogenannte Abteufen ist da der Fachbegriff. Und dass man einfach tiefere Kohleflöze, das heißt, diese Kohleschicht heißt dann das Flöz, dass man dann tiefere Kohleschichten erreichen kann, die einfach auch energiereicher sind, also hochwertiger
die man dann nutzen konnte, denn man braucht ja dann die Kohle einmal klar zum Heizen. Aber es kam dann halt die industrielle Anwendung zu. Also Dampfmaschinen zum einen, das ist natürlich dann der Punkt, also fürs Transportwesen, aber auch um Eisenerz und dann Stahl herzustellen. Da braucht man hohe Temperaturen, das heißt, man macht aus der Kohle dann Koks, um dann daraus und dann das Koks dann zu nutzen, um den um Stahl herzustellen. Ja, das war ja die Intention. Da braucht man natürlich hochwertige Kohle, die also bei hohen Temperaturen verbrannte. Auch da haben sie die Verfahren natürlich weiterentwickelt. So, ich glaube, hier haben wir jetzt soweit alles getan, dass wir hier am Güterbahnhof unsere Kohle lagern können, die dann mit dem Zug abtransportiert werden kann. Dann werden wir jetzt nochmal hier unseren Hafen weiter entwickeln. Genau. Können wir ein paar Haufen platzieren. Mal so ein bisschen dekorieren. Ja, das heißt, das war dann auch der Beginn der industriellen Revolution in Deutschland oder damals noch in Preußen, dass man tiefer graben konnte. Dann wurde es auch irgendwann wirklich industriell und nicht also keine private Kleinbetriebe, will ich sie mal nennen. Dann kam die Eisenbahn dazu, also Mitte des 1847, die Köln-Mindener Eisenbahn, die den Transport natürlich verbessert hat. Denn bisher, oder das war auch ein Problem in Großbritannien, der Transport der Kohle. Es gab ja keine wirklich ausgebauten Straßensysteme, es gab keine Fahrzeuge außer Kutschen, um es zu transportieren. Was haben wir hier für eine komische Delle drin? Und das machte halt den Transport der Kohle auch so unattraktiv. Ein weiterer Punkt, warum die Kohle sich so lange nicht durchgesetzt hat, man konnte sie halt nicht gut transportieren. Das wurde dann besser mit der Eisenbahn. Das wird vielleicht mal reparieren. Das sieht ja irgendwie komisch aus. Okay. Besser. Kreisverkehr noch ans Ende. Und dann vielleicht noch ein bisschen Platz schaffen. Ja, also das ging dann erst mit der Eisenbahn los. Vorher hat man es dann auf Kanälen gemacht. Das kennt man vielleicht noch auch aus dem Elsass, natürlich dann in den Kohlerevieren in Großbritannien, aber auch in Deutschland, die ganzen Kanäle, die wurden halt angelegt, damit man die Kohle dann per Schiff transportieren konnte. Das war halt ein weiterer ganz entscheidender Punkt. Na, dann kam halt die Eisenbahn, sodass dann Mitte des 19. Jahrhunderts sich dann das Ruhrgebiet Schritt für Schritt entwickelt hat zu einem Kohlerevier zur Schwerindustrie. Da hat sich ja neben dem Kohlebergbau dann auch noch die Stahlindustrie natürlich angesiedelt. Ich glaube, wir werden hier das mal weiter planieren und dann hier entlang die Straße setzen. Das war ja quasi die Geburtsstunde, der Beginn des Ruhrgebiets, wie wir das jetzt heute kennen. Wenn wir hier einmal runtergehen und wir hier die Verbindung hoch zum Güterbahnhof haben. Okay, und dann müssen wir uns jetzt hier irgendwie durchmogeln durch diese Verbindung. Weiß ich gar nicht, ob wir das hinkriegen. Das geht sogar so gerade eben. Und geht das nicht noch besser? Ja, alles klar. So, also dann Ende des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs stieg die Steinkohleproduktion also massiv an. Man wurde halt immer besser, hat immer neue Verfahren entwickelt, um mehr Kohle zu fördern. Das war alles immer noch Handarbeit, das darf man also nicht vergessen. Maschinen kamen immer später zum Einsatz. Man hat unter Tage Pferde eingesetzt, die dann die Loren transportiert haben.
Der muss ja dann unter Tage auch die die Kohle dann wieder abtransportiert. Hat man tatsächlich vorher erst Kinder eingesetzt, die dann also diese Loren geschoben haben. Das war ein Knochenjob natürlich, also arbeitsrechtlich heutzutage völlig irrwitzig, sich das vorzustellen. Aber das war halt damals ganz normal. Da war also Arbeitnehmerrechte. Na, guck mal hier durch. Gab es natürlich dann nicht so wirklich. Aber es hat sich halt trotzdem gelohnt, auch für die Leute, das zu machen. Muss man hier nochmal irgendwie ein bisschen besser reinkommen. Okay, damit kommen wir hier durch. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Na, das ist doch hier schon mal auf jeden Fall die Verbindung. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Das ist besser. Na ja, also Knochenjob. Aber das war dann auch so Beginn der Kämpfe um Rechte, weil natürlich dann irgendwann die Bergleute erkannt haben, dass sie Macht besitzen. Aber das war natürlich also sehr kleine Macht. Ich werde mal hier so ein kleines Bürogebäude hinsetzen. Hier drüben vielleicht auch. Also das Hafengebiet hier ein bisschen zu repräsentieren. Tatsächlich waren dann die Bergwerksbesitzer recht rigoros in der Durchsetzung ihrer Maßnahmen zum Schutz ihres Bergwerks gegen die Wünsche und Bestrebungen der Bergleute dafür, mehr Rechte zu kämpfen. All die Arbeitskämpfe, die man damals geführt hat, die waren meistens waren die Bergwerksbetreiber auf der Siegerseite. Aber trotzdem, das hat nach und nach dazu geführt, dass dann die die Rechte der Bergarbeiter dann sich doch verbessert haben. Auch von diesen Silos platzieren. Ja, und tatsächlich, also bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs hat sich also das Ruhrgebiet zu dem führenden Gebiet für Steinkohleförderung entwickelt. Also ähnlich wie jetzt in Frankreich, Elsass-Region, Belgien gab es große Gebiete in Holland, also Grenze zu Aachen. Aber das waren alles kleine Reviere, in Deutschland dann noch. Im Saarland natürlich ein weiteres Gebiet. Kommen wir hin, mal so ein bisschen Müll. Das finde ich noch ganz gut. Aber das Revier in das Ruhrgebiet hat sich tatsächlich zu dem Kohlerevier in Europa entwickelt in der Zeit. Über 110 Millionen Tonnen im Jahr wurden gefördert. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam die Weimarer Republik. Und dann natürlich die NS-Zeit. Insbesondere natürlich während der NS-Zeit hat sich dann das Ruhrgebiet auch noch weiterentwickelt. Es war natürlich dann einmal Motor in der Weimarer Republik, obwohl das darf man auch nicht vergessen, natürlich dann auch entsprechende wirtschaftliche Schwierigkeiten bedeutet hat. Gibt es hier noch irgendwas? So Mülleimer. Kleiner Innenstand, das wäre ganz witzig, ne? Das hat sich dann entwickelt, war dann aber insbesondere jetzt dann während der NS-Zeit mit dem Fokus auf der Kriegsproduktion, war das natürlich dann eine große treibende Kraft, die dann dazu geführt hat, dass sich die Kohleförderung noch weiter, noch die Stahlproduktion weiter
entwickelt hat, war natürlich dann auch das Hauptziel der Kriegsangriffe der Briten und Amerikaner, der Bombenangriffe, so, oder so weitestgehend zerstört, die ganzen Produktionsanlagen von Thyssen, von Krupp und so weiter im Ruhrgebiet waren. Das war natürlich Hauptziel, weil es natürlich eine kriegswichtige Industrie war. So, wir gerade nochmal nach solchen Schirmen. Ja, gibt es solche Schirme, die man hier auch aufstellen kann? Hier. Oh ja, das ist auch schön hier. Gibt dem Ganzen mal so einen kleinen Farbtupfer. Also wer Detailarbeit liebt jetzt in City Skylines, hat doch jetzt deutlich mehr Möglichkeiten. Das ist doch wirklich, wirklich schön. Spielplatzausrüstung brauchen wir hier nicht. Gasofen denke ich auch nicht. Können wir ein bisschen hier das ein bisschen abgrenzen. Ja, also dann ja, die starke Zerstörung im insbesondere Zweiten Weltkrieg. Und dann die, war das Ruhrgebiet dann nochmal großer Treiber der Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war so das Erste, was dann, die ersten Wirtschaftszeiten, die dann wieder aufgeblüht sind. Dann, da gab es dann auch dann die Arbeitsplätze, ihre Sonderrationen für die Bergleute, weil das natürlich weiterhin schwere Arbeit war, die in der Zeit natürlich dann schon maschinell unterstützt war. Denn, also, was war das, das Hauptproblem? Immer, also insbesondere, also zwei Sachen, nämlich einmal die, das Grundwasser, was immer wieder eingedrungen ist, das war natürlich vor, zu Beginn der, der Kohleförderung dann das Problem, und die Belüftung. Also, Bewetterung, wie es dann heißt. Das ist jetzt ja schon ein fertiges Objekt. Das sieht aber irgendwie komisch aus, ne? Dieser Zaun finde ich jetzt gar nicht so schlecht, dass jetzt hier so ein Zaun ist. Ich kann noch nichts reinsetzen. Da drüben ist ein. Da steht noch das Bürogebäude, ne? Arbeit 40% dauert ein bisschen. Okay, aber das hier. Ah, doch, jetzt ist es da. Okay. Ja, gut. Ja, die Bewetterung, das heißt also der Weg, wie schafft man es dann, die, das zu belüften. Die, das hat dann mit, irgendwie mit Ventilatoren oder mit entsprechenden Geräten gemacht, dass man dort dann die Frischluft zuführen kann, Abluft abführen kann. Das war natürlich die Hauptaufgabe. Und wie gesagt, dann mit Pumpen das Wasser abpumpen konnte. Das war dann so die Hauptaufgabe in der, dann auch natürlich im 19. Jahrhundert, das hat sich dann später, war das dann relativ, wurde das dann natürlich technisch deutlich besser. Ich werde auch hier nochmal ein bisschen den, die Kante wegfräsen. Aber ich glaube nicht ganz so weit. Ja, und dann in den 50er Jahren gesagt, nochmal ein wirtschaftlicher Aufstieg. 600.000 Bergleute haben gearbeitet. Das war der Arbeitgeber, es war gutes Geld, aber bereits in den, also Ende der 1950er Jahre ging es dann los, dass die deutsche Steinkohle zu teuer war. Also die, die Förderung war einfach teurer als in anderen Teilen der Welt, sodass dann die deutsche Kohle in den 50er Jahren bereits teurer war als in, wenn man sie auf dem Weltmarkt eingekauft hat. Vielleicht können wir hier so ein kleines Plateau machen und hier noch ein bisschen Industrie ansiedeln. Finde ich ganz charmant. Haben wir den entsprechenden Bedarf. So, ein bisschen wieder tricksen mit dem Weg, damit wir hier die Zone richtig sehen. Ja, alles klar, das gleiche hier auch. Okay. Dann machen wir mal so kleine Parzellen.
und reißen dann diesen Fußweg wieder ab. Ja, ich glaube, ansonsten werden wir jetzt hier keine Gebäude mehr platzieren. Da ist nichts entstanden am Ende, ne? Nur hier vorne. Okay. Vielleicht können wir hier nochmal so ein kleines Bürogebäude hier. Hier drunter machen. Dann machen wir Industrie. Okay. Ja, sodass also da die Kohle tatsächlich dann gefördert werden musste. Schon spazieren, das ist ja sehr schön. Also die muss dann, da ging es dann los mit der Subventionierung der Kohle. Das war natürlich ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland, deswegen hat man da die Unterstützung natürlich gegeben, sodass dann vor allem in den 1960er Jahren dann mit dem Niedergang der deutschen Steinkohle losging. Sie war einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Die hat mal so einen kleinen Aufschwung bekommen in den 1970er Jahren, als dann die Ölkrise war. Da war dann so ein bisschen die Hoffnung der Kohleindustrie, dass das wieder zurückkommt als Energieträger. Öl ist einfach viel angenehmer, viel einfacher zu transportieren, flexibler einzusetzen, also vor allem natürlich im Transportsektor. Das war dann so der ein Hauptaspekt. Und damit hat man dann die in den 70er Jahren aber die Hoffnung, dass da ein bisschen was passieren kann mit der Kohle. Aber das war so ein kurzer Hype, ist dann aber dann relativ schnell auch wieder zum Erliegen gekommen, als dann die Kohleförderung international dann doch weiterging, dass die Ölstaaten in Arabien dann die Förderung wieder aufgenommen haben, die Lieferung, und man wieder den Ausgangszustand hatte. Ja, das war halt hauptsächlich das Erdöl, das Erdgas auch, aber das war dann eine andere Anwendung. Aber tatsächlich im Privatbereich ist man dann auf Erdgas als Heizmittel umgestiegen, nicht mehr auf Kohle. Also vielleicht kennt das noch der eine oder andere von den Großeltern oder Eltern, dass das natürlich entsprechend, das war schon eine sehr dreckige Angelegenheit mit Kohle. Tatsächlich, die Bergleute haben ihr sogenanntes Deputat bekommen, kennt man noch im Ruhrgebiet. Das heißt also, dass man dann einen gewissen Anteil an Kohle bekommt, bestimmte Menge an Kohle, um das dann privat nutzen zu können. Das hat man dann irgendwann umgestellt auf Geldzahlungen. Aber das war damals dann das sogenannte Kohledeputat, dass dann die Bergleute da entsprechende Kohlemengen bekommen haben, um das dann privat zum Heizen zu nutzen. Aber das gibt es, wie gesagt, alles dann schon lange, lange nicht mehr. Also auch da das Ende in den 1980er Jahren, also das waren so die letzten Kohleöfen. Ist natürlich auch, wie gesagt, eine sehr dreckige und unflexible Heizmöglichkeit. Gas ist da viel, viel attraktiver oder entsprechend Heizöl. Also deswegen ist da wenig, wenig von übrig geblieben. Können wir hier vielleicht auch noch mal ein bisschen was machen mit dem Gelände? Wieso eigentlich nicht? Wir gehen mal von hier aus hier rein. Ein bisschen nutzen in dieser Dekorations- und Erklärfolge. Wieder der Trick hier mit dem Weg. Ja, und das also war natürlich trotzdem ein heftiger Arbeitskampf, bis dann die aber es war eigentlich mehr so ein Rückzugskampf, will ich mal sagen, der Kohleindustrie, weil einfach vielleicht deutlich teurer war, die Kohle in Deutschland zu fördern, statt auf dem Weltmarkt einzukaufen, wie man es dann natürlich auch gemacht hat, aus Kosteneffizienzgründen. Die Stahlindustrie wurde natürlich verpflichtet, deutsche Kohle zu nehmen. Das hat sie dann widerwillig getan, weil sie einfach dann subventioniert wurde. Ja, aber das hatte keinen. Da gab es jetzt kein Geschäftsmodell, wenn man es mal modern ausdrückt, das so weiterzuführen. Auch hier können wir ein bisschen Industrie ansiedeln. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Jetzt hier unser Gaskraftwerk, aber hier haben wir doch noch Möglichkeiten. Können wir vielleicht auch irgendwann mal hier oben weiterfahren, wobei das wird dann eher, glaube ich, immer eine große Sackgasse. Aber das werden wir, glaube ich, hier mal machen. Hier nochmal so ein bisschen planieren und was platzieren.
und dann gehen wir von hier aus nochmal weg im rechten Winkel und umgekehrt erstmal hier die Straße setzen. Und dann gehen wir hier hin. Zack, genau so. Ja, also das war dann, das in der Kohleausstattung, die Kohleförderung beendet wurde. 2018 haben wir die letzten Zechen geschlossen. Interessanterweise, also dann Bottrop und Ibbenbüren, das liegt oben bei Münster, weil tatsächlich die Kohlereviere immer weiter nach Norden gewandert sind. Also dass wir dann im 19. Jahrhundert dann auf der Höhe Essen, Bochum, Oberhausen lagen und es dann immer weiter nach Norden gewandert ist, weil einfach der die Kohleflöze sich so entwickelt haben. Hier können wir ein paar Büros platzieren. Mal hier ein großes, auf dieser Seite nochmal so ein paar große Verwaltungsgebäude. Ja, wieso eigentlich nicht? Ja, also dass die Kohlereviere sich dann nach Norden ausgebreitet haben und wir dann aber 2018 endgültig ausgestiegen sind. Deutschland kauft die Steinkohle schon seit vielen Jahren halt auf dem Weltmarkt ein, denn wir brauchen sie ja immer noch, also vor allem in den Kohlekraftwerken in Deutschland, die wir immer noch im Betrieb haben. Braunkohle, wie gesagt, nicht, die lässt sich nicht gut transportieren, weil sie einfach nicht so energiereich ist. Steinkohle lässt sich gut transportieren per Schiff und dann auch per Zug. Die Steinkohle, wie gesagt, nicht und da, die Braunkohle nicht. Deswegen gibt es noch Braunkohleförderung in Deutschland. Das, die ist ja noch aktiv. Steinkohle ist jetzt seit 2018 nicht mehr. Wie auch entstanden dann aus. Wir können hier dieses Gelände auch nochmal komplett einfärben. Das wäre, glaube ich, hier nur sinnvoll. So, das mag ja nicht, wenn ich das hier so zum Überlapp bringe. Okay, dann lassen wir das lieber mal. Das sieht, glaube ich, komisch aus. Naja, weil wir kaufen Kohle. Wir haben sie früher aus Russland natürlich gekauft. Das ist ja relativ naheliegend. Dann aber Australien, Kolumbien, USA. Also das muss man ja klar machen, dass die deutsche Steinkohle aus diesen Regionen kommt. Und nicht aus, also nicht aus Europa. Großbritannien zum Beispiel ist jetzt komplett aus der Kohlenutzung sogar ausgestiegen. Also Kohleförderung schon länger. Aber mittlerweile auch aus der Kohlenutzung. Da gibt es quasi keine Kohlekraftwerke mehr. Die deutsche Kohlenutzung geht tatsächlich auch weiter zurück. Wir sind auch da auf einem eigentlich guten Weg. Machen das, was wir noch brauchen, das importieren wir einfach aus der großen, weiten Welt. Die, weil sie einfach, ja, günstiger ist und da ist jetzt auch keine Renaissance. Ja, warten wir manchmal immer, ja, nur auch noch deutsche Kohle. Also das ist so immens teuer und wir haben einfach auch das Problem, dass die Kohle also die ist teuer, das ist technisch sehr aufwendig. Es macht überhaupt keinen Sinn, in Deutschland weiter auf die Kohleförderung zu setzen. Die Steinkohleförderung, das ist ein das vielbeschworene tote Pferd, das wird auch jetzt nicht wiederkommen. Wir werden nicht in die Steinkohleförderung einsteigen. Ganz im Gegenteil, wir haben dann noch die Ewigkeitsaufgabe. Das heißt also, die Kohlereviere, die wir haben, die müssen natürlich jetzt trotzdem geschützt werden. Thema Bergsenkung, also da unten sind ja Stollen, die jetzt immer mal wieder nach und nach einstürzen. Das muss natürlich auch alles muss geschützt werden. Das Wasser muss abgepumpt werden, dass das Grubenwasser, was ja dann doch verseucht ist, nicht in Kontakt kommt mit dem Wasser, mit dem Grundwasser, was dann hochgepumpt wird. Das heißt, da muss man was machen. Und das Ruhrgebiet liegt tatsächlich mittlerweile unterhalb des Meeresspiegels. Also auch da muss man dafür sorgen, dass Pumpen das Wasser
abpumpen, sonst säuft das Ruhrgebiet ab irgendwann. Das kostet etliche Millionen Euro im Jahr. Und zwar, deswegen der Name Ewigkeitsaufgabe, für eine sehr, sehr lange Zeit. Also, da kommen wir so bald nicht raus. Und diese Kosten müssen natürlich jetzt noch getragen werden, gesellschaftlich. Das ist schon ja, schwierig. Kriegen wir hier noch ein paar Bürogebäude hin? Da gehen wir rein. Das machen wir. Quasi nur als Verwaltungsgebäude für die Kohle hier. Oder auch wenn es Steine sind, aber das nehmen wir mal so hin. Gut, wir werden noch ein bisschen dekorieren und dann diese Folge aber auch abschließen. Ein paar Felsen, die wir hier platzieren können. Das passt ja auch noch ganz gut hier hin. Oh, das ist ja auch ganz hübsch. Kann ich so ein bisschen andeuten. Ja, okay, und platzieren hier vielleicht dann nochmal so eine Tonfarbe. Ja, also von daher, so ist das Ruhrgebiet zur größten Kohleregion in Deutschland entstanden. Das ist auch der Grund, warum die Kohle in Deutschland so hoch ging. Warte, das ist natürlich bescheuert. Aber okay. Der Bedarf ist ja groß genug. Aber ich glaube, das hier mit den Felsen ist nochmal ganz, ganz hübsch. Also das zur Geschichte der Kohle. Wir haben jetzt das etabliert hier auch bei uns in Ruhekirchen. Wir werden dann in der nächsten Folge uns dann nochmal damit beschäftigen, wie wir jetzt hier den Industriebedarf weiter decken können. Jetzt habe ich ja durch die Steuersenkung auch Bürobedarf. Das heißt, vielleicht werden wir dann nochmal so ein Dienstleistungszentrum machen. Und was wir auch nochmal machen sollten oder angehen sollten, ist, dass wir nochmal hier so ein paar von diesen Sondergebäuden setzen. Aber ich denke, wir sollten dann erstmal anfangen mit der nochmal die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Wir sind bei 10%. Also das ist schon, da geht es überraschend langsam, aber trotzdem kontinuierlich runter. Das ist gut. Das gefällt mir. Wir gucken nochmal ganz kurz. Beim Müll sind wir noch gut dabei. Stromverfügbarkeit sind wir sehr gut dabei. Wir prüfen nochmal, wir sind jetzt bei 8.160.000. Die Bevölkerung ist sehr zufrieden. Kleine Wohnung, da müssen wir also auch grob nochmal Einfamilienhäuser platzieren. Bei der Telekommunikation, das ist eigentlich unproblematisch. Ja, aber das ist ja schon 11%. Aber da müssen wir nochmal, da machen wir vielleicht mal jetzt so ein Gebiet mit Bürogebäuden und dann gucken wir nochmal nach, was wir hier haben. Also das haben wir schon gebaut. Wir haben hier noch Vertigo Square. Das können wir platzieren. Wenn das, den Popmusiker können wir mal ansehen. Da können wir so eine Art Villenviertel machen. Hier gibt es den Garten des Epikur. Hier haben wir noch nichts. Bei der Industrie haben wir das Chemiewerk und das Pharmaunternehmen. Ja, vielleicht können wir da mal so ein kleinen Pharma-Bereich machen. Man denke nur an Bayer, der Rest. Und der kommt dann auch irgendwann, ne? Die alte Fabrik, aber das wäre die auch ganz schön. Hier, was es hier noch so gibt, Autozentrum. Bei den Spezialgebäuden hier noch Fahrzeugfabrik. Ah, da müssen wir Öl bohren. Steinmühle. Da brauchen wir 10 Bergbaugebietszentralen. Okay. Landwirt, das schaffen wir irgendwann. Papierfabrik. Okay.
Was ist das hier? Und College, okay, und die Ölraffinerie. Gut, die kriegen wir dann tatsächlich irgendwann. Dann noch die Bürospezialgebäude gehen wir mal durch. Okay, wir brauchen hier deutlich mehr Büro natürlich. Sendemast haben wir, das ist noch weit von weg, Wasserfall, Matrix, Serverfarm. Naja, gut, also wir haben noch einiges zu tun. Wir brauchen natürlich auch noch mehr Kohlereviere, denn tatsächlich, das sehen wir ja hier bei der Produktion, wir hängen immer noch hinterher, auch bei den Steinen, da müssen wir nochmal nachlegen. Und beim Getreide, also auch die Landwirtschaft wird nochmal wachsen. Kriegen wir hin. Ich werde jetzt hier nochmal den Blick werfen auf unsere Kohle. Wir werden nochmal einmal mitfliegen und dann die Folge beenden. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.